Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem kleinen Minecraft The Village Let's Show. Ich bin hier heute zur Abwechslung mal ganz alleine. Ich dachte, ich genieße mit euch heute mal die Ruhe. Schöne Grüße an meine Mitspieler da draußen. Vielleicht schaut ihr auch rein. Ja, heute auch ohne Facecam, damit wir uns hier ganz auf unsere Superwelt konzentrieren können. So, ich wechsle mal wieder den Modus. Ich sehe gerade, mein Dach ist kaputt. Das habe ich, glaube ich, gerade selber kaputt geschlagen. Und es ist auch schon hell. Ja, weil ich habe mir heute zur Ausnahme oder ausnahmsweise mal Flugrechte besorgt, um euch hier alles besser zeigen zu können. Fangen wir hier in meiner Wohnung an. Das ist hier mein schönes Wohnzimmer, meine Chill-Couch mit meinem super Fernseher. Das habe ich ja noch nie gesehen, habt das wahrscheinlich schon, aber noch nie so richtig. Hier ist, ja, keine Ahnung, was es ist. Auch ein Wohnzimmer oder Esszimmer. Hier geht es auf meinen Balkon. Das zeige ich euch aber gleich auch nochmal. Auch was es da hinten zu sehen gibt, das gibt es gleich nochmal aus nächster Nähe. Erstmal gehen wir runter. Hier geht's zu meinem Pool. Das ist übrigens ein neues Texture Pack. Hier bin ich noch nicht ganz fertig. Blümchen fehlen noch und so weiter. Und man sieht, es ist sehr dunkel. Das liegt an dem Shader, aber das Wasser ist ja wohl mal mega. Ich habe den Namen vergessen. Sildus Vibrant Shader oder sowas heißt er, glaube ich. Richtig geil. Das sieht sehr geil aus, auch mit dem Glowstone. Hier geht's runter in mein Lager. Da habe ich einfach, das wird nicht lange halten auf jeden Fall. Hier sind so ein paar Sachen drin. Hier habe ich noch angebaut. Man sieht die Knöpfe kaum. Huch, das ist jetzt selber gerade noch ein bisschen neu für mich mit dem Shader. Und ich habe wieder mal Probleme, durch die Türen zu kommen. So, hier geht es in eine Höhle. Hier ist mein kleiner süßer Zauberraum. Schön mit Bücherregalen verkleidet. Gucken, ob wir rauskommen. Diesmal hat es geklappt. Ich kann eigentlich auch fliegen. Dann geht es schneller, wenn ich das schon kann. Na komm. Er will gerade nicht. Na komm, dann gehen wir erstmal hier raus. So, okay, liebe Leute. Weiter geht's. Und hier haben wir schon die Sicht auf unser Dorf. Ist das nicht grandios? Da bleibt mir selber schon die Sprache weg. Hier unser Riesenrathaus. Wahnsinn. Okay, wir fangen einfach mal. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir hier an. Das ist unsere kleine Pferdewiese von Hiro und mir. Hier sind wir gerade, hier ist der gute Christoph, 3.0. Wir sind gerade dabei, Pferde zu züchten, um uns das ultimative Horse daraus zu holen. Hier wohnt der gute Hiro auch schon, in seinem Beutelsend. Ganz süße Wohnung geworden. Das ist das Anwesen vom Bayerwald. Ist auch richtig geil, muss ich sagen. Richtig geil. Hier haben wir das Haus von Mina, da kann ich auch einmal drumherum fliegen. Und ich finde, es einfach mit dem Shader sieht es einfach mal nochmal richtig geil aus. Das Texture Pack ist übrigens das Conquest. So, hier geht es weiter. Noch mit einem kleinen Dörfchen. Mit einer Anglerbude sozusagen. Das hat der Bayerwald hier auch noch alles gebaut. Da oben geht es zum Magierturm. Den habt ihr vielleicht in einer der anderen Folgen auch schon mal gesehen. Ist auch ein richtig starkes Ding geworden, oder? Guckt euch das mal an. Der Bayerwald hat es schon wirklich drauf, muss ich sagen. Sehr, sehr geil. Da haben die Jungs auch schon einige Male eine Mutprobe gemacht und sind von oben runtergesprungen. So, hier haben wir mal das Bild vom Dorf. Da machen wir mal F1-Modus. Das ist ja wohl einfach nur geil. Und ich würde sagen, das genießen wir jetzt einfach mal eben, oder? So, dann machen wir mal weiter. Das war ja unser Rathaus. Hier unser Marktplatz mit Galgen, einem Lagerhaus.
Hier hat sich der Marder auf die Brücke gebaut, sein Brückenhaus. Ist auch recht geil geworden, muss ich sagen. Hier unten wohnt der Pillow mit seinem Haus. Och Leute, schaut mal, ist das nicht geil hier mit der Sonne. Das ist einfach nur ein Traum. Und dieses Wasser, ich liebe es einfach so sehr. Ich komme total ins Schwärmen. Hier wohnt der Brainy. Der Brainy hat sich in einen Berg gebaut. Hier geht es noch rüber. Da ist noch nicht ganz fertig. Hier wird der Holzfäller seine Behausung haben. Hier ist unsere Baumfarm, mehr oder weniger. Dieses krasse Gebilde, das hat der gute Bayerwald im Livestream gebaut. Wer es verfolgt hat, konnte es sehen, auch wie Mina und ich und der Marder tatkräftig dabei unterstützt haben. Das ist auch richtig geil geworden, muss ich sagen. Und es ist keiner dabei gestorben. Es ist tatsächlich niemand gestorben. So, hier nochmal eine geile Sicht auf unser Dorf. So, was kennt ihr noch nicht? Also, hier unten haben wir auf jeden Fall noch ein paar Wohnhäuser, das Gasthaus da oben, unsere super Kirche mit dem Marktplatz und ach Gott, wir haben mittlerweile so viel schon hier gebaut und da hinten zeige ich euch mal das Bauernhaus, was ich mit dem Marder zusammengebaut habe. Hier, das ist auch erstmal hier unser Friedhof, wo natürlich Christoph begraben ist. Da müssen wir natürlich erstmal hin. Das haben die Jungs gebaut. Ne, hier liegt der Verstand, da liegt Frodo, da das Niveau. Und hier ist Christoph. Hier liegt Christoph 1 und 2. Und ich hoffe, unser Christoph Nummer 3 wird noch eine Weile überleben. Das wird das Riesenstadttor sein. Mit der Mauer, die da hinten schon einmal ganz rumführt. Eine Heidenarbeit, sage ich euch. Haben wir schon ordentlich im Stream gewerkelt. Die geile Windmühle vom Bayer. Und jetzt gucken wir mal einmal uns den Bauernhof an. Es ruckelt ein bisschen. Das liegt am Shader. So ganz flüssig läuft es noch nicht. Deswegen zum normalen Zocken werde ich es wahrscheinlich noch nicht nehmen. Das ist hier unser Bauernhof. Ich finde, er ist auch recht cool geworden. Oh oh, kleine Frame-Einbrüche. Wir schauen mal rein. Hier in die Stallung. Oben ist natürlich hier auch noch ein Heuboden, wie es sich gehört. Guckt euch bitte mal. Aha, da hat wieder einer keinen Bock gehabt, die Bäume richtig abzufällen. Guckt euch das jetzt mal mit der Sonne an. Ach, und dann diese Musik dazu. Das ist ja wundervoll. Ja, hier geht unsere Mauer weiter. Einmal rundrum. Der Bauernhof befindet sich außerhalb. Hier ist unsere super Cobblestone-Farm. Und ihr seht, es ist noch wirklich eine ganze Menge Arbeit. Da hinten geht es noch ganz rum. Hier kommt irgendwie noch eine Zugbrücke hin. Jetzt wird es langsam dunkel. Dann können wir uns gleich im Dunkeln das Dorf nochmal anschauen. Und ich zeige euch nochmal ganz fix. Ich hoffe, man kann es im Dunkeln sehen, was ich noch baue, wo ich gerade dran bin. Und zwar müssen wir da zum Hafen. Vielleicht lädt die Welt dann auch gleich mal nach, dass man es sehen kann. Na, da kommt es schon. Und zwar bin ich dabei, ein Schiff zu bauen. Ein Schiff. Ein, ja, was wird es? Ein Piratenschiff? Ich weiß es noch nicht genau. So weit bin ich noch nicht gekommen. Es ist aber auch wirklich eine richtige Arbeit und das ist gerade ein Traum. Ich könnte hier einfach nur stehen bleiben und es ist einfach nur geil, Leute. Wahnsinn. So, was ich auf jeden Fall noch mache, da kann man jetzt leider nicht mehr ganz so viel davon sehen, weil es dunkel ist und ich hier noch nicht beleuchtet habe. Ich hoffe, man kann es gleich im Video auch noch sehen. Und zwar wird es ein Leuchtturm. Ah, so ein bisschen sieht man es. Und jetzt einfach nochmal dieser grandiose Blick im Dunkeln über unser Dorf. Ich fliege noch einmal rüber und ich glaube, dann soll es das auch erstmal schon gewesen sein. Genießt es einfach. Ich sage schon mal danke und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich werde sicherlich bald nochmal wieder ein kleines Let's Show machen und bis dahin sage ich ciao, eure Schneckball.